Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit dem VfL Wolfsburg und mit mal wieder einem direkten Duell gegen Hertha BSC diesmal. Die sind diesmal einen Platz hinter uns, Ingolstadt war ja vorhin einen Platz vor uns, haben aber anscheinend das Freitagsspiel schon verloren gegen Bremen, die da ziemlich weit oben in der Tabelle drohen. Und ja, wir wollen natürlich gewinnen, wollen unsere Tordifferenz weiter ausbauen, wollen den Abstand zur Europa League ein wenig verringern. Und wir fangen einfach mal direkt wieder an mit der gleichen Aufstellung. Das dürfte eigentlich einigermaßen klappen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen das alles, wir lassen alles so, wie es jetzt ist. Wir lassen einfach alles so, wie es jetzt ist, gehen hier ins Spiel gegen Hertha BSC in Berlin. Also es ist schon so ein bisschen DFB-Pokal-Finalfieber, sage ich mal. Schauer vielleicht nicht ganz so, da hätte ich mir ein bisschen heiteres Wetter gewünscht. Aber wir wünschen uns einfach mal, oder wir stellen uns einfach mal vor, dass jetzt das Ganze ist das DFB-Pokalfinale. Das heißt, wir müssen hier gewinnen, sonst haben wir gar nichts gewonnen. Sonst sind wir draußen und dann sind wir Vizemeister. Toll, haben wir uns vielleicht für die Europa League qualifiziert. Das ist vielleicht das ein oder andere Gute, aber ich möchte hier auf jeden Fall gewinnen. Und das werden wir jetzt auch tun. So, wir gehen jetzt ins Spiel rein. Im Olympiastadion, da war ich selber auch schon mal sogar. Und ich finde, das sieht irgendwie cool aus mit der Öffnung da hinten. Also das reizt mich irgendwie, diese Öffnung da hinten. Und ja, ich finde es auch cool, dass FIFA das Stadion hat. Das haben sie ja schon, ich weiß gar nicht wie lange, aber auf jeden Fall schon Ewigkeiten. Und ja, es geht los gegen Berlin, in Berlin und gegen die Hertha, nicht gegen Union. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier vielleicht das ein oder andere machen können. So, wir werden einfach wieder mit der gleichen Taktik auflaufen wie letztes Mal. Ein bisschen offensiver vielleicht. Auch wenn wir diesmal auswärts spielen, können wir uns das vielleicht mal trauen. So, Konter hier einstellen. Und dann versuchen wir mal unser Bestes hier. So, jetzt haben wir erstmal hier den Ball über Max Kruse. Der kann den Ball da rausspielen auf Munir. Allerdings wird er da ein wenig gehindert, sodass der Ball zum Einwurf rausgeht. Aber wir haben den wieder. Und ich hoffe mal, oh, ich habe bei Zuma echt immer so ein bisschen Angst, dass der Ball danach ins Aus geht oder so. Und die Ballannahme war wieder exzellent. Wir dürfen hier den Ball nicht verlieren, wir sind der letzte Mann. Aber Dingsen ist nicht mehr der letzte Mann. Dingsen ist nicht mehr der letzte Mann und der darf den Ball verlieren, der darf den Ball verlieren. Jetzt kriegt Ampolo den Ball. Der wird da mies umgefault, also der hat ja echt so doll festgehalten. Wenn das kein Gelb gibt, dann ist das schon eine ordentliche Fehlentscheidung im Spiel. Schauen wir mal, was der Schiedsrichter da so machen wird. Aber ich hoffe, er gibt kein Gelb. Er gibt kein Gelb. Und wir versuchen es einfach mal direkt mit Rodriguez, auch wenn das hier ein bisschen unlogisch aussieht. Ich habe mal geguckt und die kommen eigentlich gar nicht so schlecht. Die kommen eigentlich, okay, der kam jetzt ganz schlecht. Aber mit Spielern, die das wirklich können, kommen die echt gar nicht so schlecht. Da war ich ein bisschen überrascht auch selber. So, den müssen wir gewinnen. Und rauf da, weiter, rauf da. Einmal nach außen raus wieder. Einmal nach außen raus, dann gehen wir wieder in die Mitte. Einmal zurück und wir kriegen eine Ecke. Wir kriegen eine Ecke, komm, wir kriegen eine Ecke. Ja, wenigstens eine Ecke rausgeholt. So, und die Ecke spielen wir jetzt mal ein bisschen in den Rückraum. Ich hoffe mal, die kommt ganz gut. So, auf... Das war, glaube ich, auf Zuma, den wir da geschickt hatten. So, und jetzt müssen wir... Also dafür müssen wir jetzt aber gelb ziehen, Schiedsrichter, oder? Also irgendwann ist es dann doch schon mal so weit, dass man die gelbe Karte mal zücken muss. Ganz genau. Da kriegt Hertha die erste gelbe Karte für Stocker da. Und den macht Rodriguez jetzt. Den macht Rodriguez nichts. Schade. Ein bisschen zu schwach. Hätte ein bisschen doller sein sollen. Aber hat leider nicht ganz geklappt. Die Flanke bringen wir wieder in die Mitte. Diesmal ein bisschen weiter nach hinten. Auf Gimenez. Und der findet leider seinen Meister in... Ich weiß gar nicht, wer da am Tor ist. Ist da noch Dingsens im Tor? Hier, wie heißt er denn nochmal? Der ehemalige Bayern-Torwarter. Kraft, genau. Kraft meine ich. So, und jetzt haben wir den Ball wieder. Wir haben den Ball wieder. Wir haben den Ball immer noch. Wir haben den Ball immer noch. Wir haben den Ball immer noch. Und wir können jetzt mal schießen. Wir haben den Ball immer noch und können nochmal schießen. Wir haben den Ball nicht mehr. Aber was gibt's? Elfmeter gibt's. Es gibt Elfmeter. Weil Embolo, glaube ich, umgegrätscht wurde, obwohl er nicht den Ball hatte. Ich bin mir nicht sicher, warum. Schauen wir uns nochmal an. Pekarik da. Nee, das ist Fabinhos. Ja genau, Fabinho wird umgegrätscht ohne Ball. Alles klar, dann zeigt Rodriguez jetzt mal, dass er Elfmeter gelernt hat. Dass er jetzt Elfmeter richtig exzellent schießt. Und das kann Rodriguez, Und er geht rein. Oh mein Gott, ich habe richtig gezittert. Ich dachte, der hält ihn, weil er in die richtige Richtung gesprungen ist. Aber wir gehen hier mit 1:0 in Führung. Rodriguez mit dem mehr oder weniger sicheren Elfmeter, sagen wir mal. Also sicher will ich da nicht unbedingt nehmen. Aber es ist sein drittes Saisontor. Als Außenverteidiger kann man 3 Saisontore, kann sich da schon mal sehen lassen. Das ist echt bestimmt einer der besten Verteidiger mit von den Toren her. Aber naja, bringt uns nichts, wenn wir nachher nicht weiter in der Liga kommen. So, da mal ein bisschen souverän ablaufen. So, bleibt dran, Fabinho. So, also das Verteidigen läuft in letzter Zeit echt gut, auch wenn wir jetzt hier eine größere Lücke hatten. Da ist auch noch Zuma, den müsst ihr halten. Ganz genau, den hat er auch sicher. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz über außen. Über Munir, der geht dann mal auch vorbei. Munir, der kann das ja, das weiß er selber. Munir geht da in die Mitte wieder ein bisschen. Schickt da jetzt Carvalho. Carvalho versucht da rauszuziehen und versucht Embolo zu schicken. Der kommt allerdings ein wenig ins Stolpern bei der Ballannahme und verliert den ganzen Ball da. Schade, schade, schade. Es sah nicht schlecht aus. Lauf auf den Torwart zu. Lauf auf den Torwart zu. Schön gemacht. Schön gemacht. Und wenn wir den jetzt gewinnen, wäre es nicht exzellent. Schade, wir gewinnen ihn leider nicht. Und damit können wir in den Konter geraten. Aber Gimenez passt auf. Gimenez passt exzellent auf. So gefällt mir das, wenn meine Abwehr so gut agiert. Echt. Da können wir durchstecken. Der hat Embolo. Embolo gut gemacht. Embolo richtig gut gemacht. Embolo hat da jetzt Platz, kann da in die Mitte ziehen. Embolo zieht auch in die Mitte. Trickst da den einen aus, danach ein Finesse-Schuss und da ist das 2-0 gelaufen. Das 2-0 ist gelaufen. 32. Minute. Also ich merke, dass ich langsam, dadurch, dass ich jetzt derzeit mit der HSV-Karriere sehr, sehr viel gespielt habe, in der Karriere souveräner werde. Dass ich da ein bisschen souveräner gegen den Computer spielen kann, weil man da jetzt ein bisschen besser drauf eingestellt ist, sag ich mal. So. Da müssen wir jetzt aufpassen. So, einmal zurück und dann hier auf Rafinha. Der kann da mal durchgehen, der jetzt auf Max Kruse und Kruse schießt vorbei. Schön von Rafinha, Also das Spiel gefällt mir bisher richtig gut. Das ist auf jeden Fall eins unserer besten Spiele. Muss ich sagen, das ist richtig exzellent, was die bisher machen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die da nicht vorbeikommen, die Herthaner. Müssen ja souverän verteidigen. Da haben wir eine Lücke. Gut aufgepasst, Jetzt haben wir die Konterchance. Ihr wisst wahrscheinlich, auf wen ich spielen sollte. Also da mache ich am besten gar keinen Kommentar mehr zu. Es war eigentlich komplett klar, auf wen ich spielen wollte. Und wenn FIFA das nicht will, dann muss ich das nun mal einsehen. So, Hertha macht jetzt ein bisschen mehr Druck. Da kommen wir allerdings noch ran. Und da geht... warum macht er einen Lupfer? Ich habe voll rausgeflankt, mit voller Wucht eigentlich. Nur, dass er nicht mehr komplett durchziehen konnte. Aber warum macht er da einen Lupfer? Das verstehe ich nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil die rechte Seite da ein wenig frei ist. Also die rechte Seite für Hertha, unsere linke Seite. So. Oh, Mann, oh. Freistoß. Ne, gibt's nicht. Oh, also gerade zur Zeit spielt Hertha da gut in der Abwehr zusammen. Und wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, da ins Spiel reinzukommen. Weil Hertha jetzt auch offensiver steht schon, das merkt man. Und Gimenez kriegt ja noch gelb im Nachhinein. Schön gemacht von Benayo. So, einmal nach da raus. Embolo auf Kalijuri, der da enorm viel Platz hat. Kalijuri geht da in die Mitte. Kalijuri, oh Mann, ich habe den Ball eigentlich rausgespielt wie nach außen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er da so rankommt, dann muss da doch irgendwie ein Foul im Spiel sein. Das ist doch irgendwie eigentlich klar, oder nicht? Weil er spielt den Ball ja nicht. Wird er irgendwie in die Hacken getreten oder sonst was, weshalb er den Pass da nicht richtig spielen kann. Aber verstehe ich noch nicht so ganz. Aber naja, wir führen hier 2-0, also ist alles gut, alles souverän. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Halbzeit schon wechseln sollte. Schon die ersten fürs Bayern-Spiel schon. Ich glaube, das mache ich sogar. Leute, ich wechsle jetzt nicht, weil wir vielleicht verlieren, sondern einfach, weil ich die ersten fürs... Wir haben einfach 4 linke Mittelfeldspieler mit, weil wir einfach überall in der Offensive einwechseln können. Deswegen habe ich 4 linke Mittelfeldspieler mit. Unglaublich. Aber ich bringe einfach schon mal Aarons, weil der noch Tempo hat. Der ist auf jeden Fall richtig guter Mann. Der gefällt mir da. Und damit wir Munir vielleicht schon ein bisschen für das Bayern-Spiel schonen. Oh, oh. Da war der erste Fehlpass von Carvalho. Der muss da hinten jetzt natürlich ordentlich aufräumen. Das kann er auch. So. Aber jetzt haben wir hier Kalou, der da mal ein bisschen Platz hat gegen Fabinho heißt er. Der Name kam mir gerade nicht in den Sinn. Das ist immer ätzend, wenn man noch überlegen muss, wie die Spieler heißen. Da ist eine Lücke. Und jetzt Rafinha da raus wieder. Und jetzt lauf mal da hinten. Spielen nochmal zurück. Da haben wir mehr Sicherheit. Och Mann, sowas muss als Bundesligaspieler doch kommen. Also ganz ehrlich, Leute. Das wird jeder Bundesligaspieler hinkriegen. Selbst einer, der sein erstes Bundesligaspiel hat, kriegt so einen Pass hin. Also das ist für mich ein bisschen schade. So, den Ball haben wir. Einmal rüber in die Spitze. Jetzt ganz nach außen raus. Oh, Mano. Ganz nach außen raus, sage ich sogar. Ich habe sogar mit euch geredet, FIFA. Ah, shit, ich wollte ihn so ein bisschen mit Außenriss nach hinten flanken, an den hinteren Pfosten, aber da kommt ein Beinchen dazwischen. Den machen wir jetzt am besten kurz, weil ich da aus Versehen einen gerufen hatte. Und der geht da sogar gut durch, der geht da sogar richtig gut durch. Schön gemacht von Rafinha, exzellent, die zwei Spieler stehen lassen, die beide auf ihn zukamen. Und dann hat er da auch seine verdiente Chance. Jetzt kommt Hertha hier mit einem Konter vielleicht. Ich versuche den mal, den Ball nach vorne treten zu lassen. Ja, den Ball haben wir. Sicher, 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 sicher. Einmal auf ihn und dann wieder nach außen raus. So, die Mitte ist wieder frei. Dann haben wir hier... Ah, Mist, den kriege ich nicht dahin, wo ich hin wollte. Müssen wir Fabinho mitnehmen. Da ganz hinten. So, Foul oder nicht? Oder kriegen wir den Ball noch? Schade, Embolo. Ah, oh mein Gott. Dann tunneln sie mich damit irgendwie mit Glück. Oh, schade, Embolo. Richtig schön raufgelaufen. Richtig schön gestört. Wir dürfen aber auch nicht zu früh stören. Da haben sie eine gute Seitenverlagerung gemacht. Wir müssen nur aufpassen, wenn nicht zu früh stören, weil sonst haben wir hinten zu viel offen. Oh, ins Leere gegrätscht da. Aber den Ball haben wir. So, schön durchgesteckt. Ein weiter. Embolo hat da jetzt Platz. Geht da nochmal ein weiter. Schickt den Ball. Aber er spielt nicht. Der Embolo. Fehler. Schade. Sind wir fast rangekommen. Den holen wir uns. Komm. Schade, Munir. Kalijuri. So, also derzeit sind wir die Mannschaft, die hier mehr Druck macht, auf jeden Fall. Obwohl Hertha eigentlich mehr Druck machen sollte. So, einmal auf Embolo. Das war ein doofer Fehlpass. Da musst du wieder rankommen, Carvalho. Du Tank. Da machen wir jetzt zu viel auf. Ziehen einmal raus. Oh, shit. Jetzt muss Zuma mal gewinnen. Zuma nicht umhauen. Hau ihn nicht um, bitte. So. Oh nein, da ist schon wieder die Lücke auf. Aber jetzt dürfen wir es erstmal einigermaßen im Griff haben. Ja, haben wir. Da ist er. So, schön von Kalijuri, der da jetzt anzieht, der wartet, dass Embolo da startet. Embolo, schön, jetzt hat Embolo den Ball. Embolo ist nicht langsam, aber auch nicht schnell. Das ist das Problem. So, Embolo kann in die Mitte gehen ein bisschen. Embolo geht in die Mitte, spielt den Ball nochmal zurück und da muss er drin sein. Und da ist das Tor zum 3:0 hier. Durch Carvalho, der echt überall auf dem Platz ist. Und jetzt werden wir komplett die wichtigsten Spieler einfach mal rausnehmen. Und zwar gehört auf jeden Fall Carvalho dazu. Dafür stellen wir lieber Rafinha einen Tick weiter hinten rein. Dafür kommt da jetzt Schürrle rein. Schürrle kann da auch zentral offensiv spielen, oder? Bin ich mir ziemlich sicher, sonst bringen wir Draxler mal wieder. So, Schürrle, nee, kann er nicht. Dann bringen wir Draxler auf der 10. Oder ein bisschen hinter der 10. Oh Mann, ich muss gerade niesen, oder? Ich weiß es noch nicht ganz genau. So, ich lasse halt erstmal ein bisschen zurück. Und dann kommt Embolo auch noch raus. Dafür kommt Kruse in die Spitze. Und dann bringen wir da einfach Ödegaard noch. Oder machen wir es andersrum? Ich glaube, Draxler ist ein bisschen souveräner hinten in der Defensive. So machen wir es einfach mal. So, 3:0, das freut mich echt. Das ist dann der zweite 3:0-Sieg in Folge. Und das sagt dann auch mal schon so einiges aus, dass wir da in letzter Zeit echt eine gute Mannschaft sind, die da oben vielleicht auch sogar mithalten kann. Oder beziehungsweise jetzt den Weg nach oben eindrehen kann. Lauf weiter außen, das ist das Wichtigste, was du machen kannst. Nein. Ich wollte, dass er eine Fake-Flanke macht. Aber es hat nicht ganz geklappt. Die Flanke bringen wir wieder ein bisschen rein. Ich glaube, so ist ganz okay. Da könnten wir rankommen. Kommen wir nicht. Schade, jetzt muss Aarons gegen Benatira da gewinnen. Beziehungsweise ahnen, was er machen will. Oh nein. Leute, wo seid ihr denn alle hinten? Oh, die kontern gut, Der war abseits. Lol, man darf sich nicht so drauf verlassen. Oh mein Gott, ich dachte echt, der wäre abseits. Komm, da einer hin! Aarons, komm. Schön! Das ist Fußball! Leute! 4:0! 4:0 gegen Hertha. Unglaublich. Oh, das war richtig schön. Max Kruse kriegt jetzt auch noch sein Tor. Also die letzten beiden Spiele, die ich heute aufgenommen habe, also das hier und das Spiel davor, das läuft echt ganz gut von der Tordifferenz, würde ich mal sagen. Da haben wir unser Ziel ganz gut erfüllt, sag ich mal. Oh, da ist eine Lücke frei. Die haben wir schlecht aufgemacht, aber Rodriguez passt auf und jetzt pfeift er leider ab. Sonst hätten wir vielleicht sogar noch einen Konter machen können. Vielleicht kriegen wir es sogar noch hin. Nein, 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 nein. Schade, ich habe gewartet, dass hier Rafinha mal in die logische Lücke startet, aber das wollte er nicht. Er wollte lieber so ein bisschen im Schatten des anderen des Verteidigers laufen, aber wir gewinnen 4-0. Wir waren auch diesmal souverän die deutlich bessere Mannschaft, also das habt ihr auch wahrscheinlich gesehen. 4-0 Sieg, was soll ich dazu sagen? Exzellent gespielt, gefällt mir gut, höher als Bayern sogar gewonnen. Und damit sind wir jetzt auf dem 10. Tabellenplatz und wir sind nicht mehr weit weg von der Europa League, ne? Wir sind nicht mehr weit weg. Die Europa League ist nur noch 3 Punkte fern. Also 3 Punkte sind echt nicht so viel. Das ist ein Sieg und dann sind wir da dran. Wir spielen jetzt als nächstes gegen Bayern. Das ist eigentlich eine Pflichtniederlage, sag ich mal so. Aber wir versuchen unser Bestes, dass wir gegen Bayern nicht verlieren. Da werde ich einfach ein bisschen defensiver stellen, mich komplett. Und dann versuche ich da ordentlich auf Konter zu setzen. Aber wir schauen einfach mal, wie das klappt. Wir schauen mal, wie das klappt. Und dann sehen wir uns, denke ich mal... Ne, wir machen einfach nochmal. Wir simulieren nochmal und gucken, ob alle fit sind gegen Bayern. Sollten sie aber eigentlich, weil ich eigentlich früh genug ausgewechselt haben sollte, denke ich zumindest. Das können wir erstmal stehen lassen. Und deswegen denke ich mal, dass alle wieder fit sein werden. Da, jeder ist fit. Jeder ist fit. Alle mit Tendenz nach oben oder sonst was. Also niemand mit Tendenz nach unten. Das gefällt mir gut. Munir ist in den letzten Tagen ein bisschen untergetaucht. Der war in den ersten Spielen echt unser Leistungsträger. Mittlerweile gefällt Carvalho mir richtig gut. Der ist ein Top-Ersatz für Gustavo. Zuma baut sich langsam auch ins Team ein, auch wenn er am Anfang Schwierigkeiten hatte. Und ja, das nächste Spiel gegen Bayern, das ist der größte Kracher der Saison. Und wenn wir gewinnen, dann sind wir punktgleich mit Dortmund und sind nicht mehr so weit weg von den Europa-League-Plätzen, sag ich mal. Ich weiß nicht, sind wir noch im Pokal drin? Das weiß ich gar nicht hundertprozentig mehr. Muss ich mal schnell schauen, ob wir da irgendwo noch ein Pokalspiel im Kalender drin haben. Aber ich glaube, wir sind schon ausgeschieden gegen Dortmund da. Oder? Wir können einfach mal schauen. Ne, wir haben 2-0 gewonnen. Das heißt, wir sind sogar noch im Pokal drin. Das nächste Spiel ist gegen Leverkusen. Und zwar ist es schon das Halbfinale. Es ist sogar schon das Halbfinale gegen Leverkusen dann. Also wir sind sogar ziemlich weit im Pokal. Das heißt, also wir haben eine ganz gute Form. Ne? Wir haben eine richtig gute Formkurve. Hier 4-0 gewonnen, da 3-0 gewonnen, da 2-0 gewonnen. Das heißt, wir haben in den letzten 3 Spielen eine 9-0 Tordifferenz. Gegen Schalke haben wir 2-1 verloren. Das war ein bisschen ärgerlich dann. Gegen Köln 1-1. Gegen Frankfurt auch eine Niederlage. Und gegen Stuttgart haben wir 4-0 gewonnen. 4-0 gegen Stuttgart, unglaublich. Aber jetzt haben wir erst die richtige Form erreicht. 3 Spiele in Folge gewonnen und dazu muss man auch noch sagen, dass wir die 3 Spiele in Folge nicht nur 1-0 gewonnen haben oder sowas, sondern wir haben in den 3 Spielen eine Tordifferenz von 9-0. Das heißt, ein Durchschnittssieg von 3-0 und das ist echt richtig, richtig schön. Und ja, das soll es dann auf jeden Fall gewesen sein von dieser Folge der Karriere. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und ja, als nächstes steht dann der Kracher gegen Bayern München vor der Tür. Den ewigen Rekordmeister, den derzeit, ich weiß nicht, ob Bayern München da schon in die Meisterschaftsrichtung geht, da bin ich mir echt nicht sicher, das ist das Falsche gewesen. Aber ich denke mal, die haben schon einen ordentlichen Punktevorsprung, schauen wir uns am besten mal an. Und ja, ich muss sagen, Bayern hat 7 Punkte Vorsprung, wenn sie jetzt verlieren, sind es nur noch 5 Punkte und zwar ist Köln Zweiter. Ich glaube, Köln hat gerade 3-1 gegen Bayern verloren. Aber naja, ich hoffe auf jeden Fall, wir kommen jetzt noch in die Europa League Plätze rein. Bayern ist noch lange nicht souverän Meister. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.